In Wien war jetzt überhaupt das erste Mal, dass einer gekommen ist und mir aus der Hand lesen wollte. Total wie im Film. Weißt Ach ja. du noch? Das ist da tatsächlich so. Da laufen so alte Hutzelweibchen rum und wollen mir aus der Hand lesen. Cool. Na? Und hast du lassen? Nee. Danach habe ich gedacht, hätte ich eigentlich machen Ja. müssen. Dorotel Stories. Okay, los geht's. Und 3, los 2, geht's. 1, ab. Mein Gruß geht heute an die Heidi und den Rudi. Die waren letzte Woche meine Gäste im Rierhof. Und der Rudi, das ist so ein richtiger Kerl, du, das ist einer voll nach meinem Geschmack, das muss ich schon sagen. Der hat Was? nämlich zu mir gesagt, ne, hat er gesagt, also er ist nicht zufrieden, hat er gesagt. Jetzt muss er aber ehrlich mal, ne, so geht das ja nicht, liebe Leute, hat er zu mir gesagt. Er ist vollkommen unzufrieden, weil er hat gar nichts gefunden, woran er rummeckern kann, hat er gesagt. Und er meckert doch so gerne. Und das fand ich echt ein super Spruch. Und dann habe ich mir erlaubt, ihn zu bitten, ob er, wenn er wiederkommt, mir nicht freundlicherweise ein Bierchen mitbringen würde zum Verkosten für mein Kanalchen, für meinen Verkorkten. Und der liebe Rudi, der war auch so lieb. Und dann habe ich gesagt, dann habe ich gefragt, ich hätte ich so gern ein leichtes Weizen mal probiert, weil stellt euch vor, hier in Südtirol, da ist diese moderne Welle, die da in Bayern zu wüten scheint mit dem leichten Weizen. Das gibt es ja jetzt überall und von jedem und so und wird gesoffen ohne Ende. In Südtirol ist das nicht angekommen. Hier gibt es sowas nicht. Ja. Und der Rudi hat mir also ein leichtes Weizen mitgebracht. Und weil, jetzt muss ich euch mal sagen, ne? Das ist ja wirklich so, dass ich euch vollkommen schamlos ausnutze, weil ich mache das ja hier nicht zum Spaß. Nein. Ich mache das hier ja tatsächlich mit ernsthaftem Hintergrund. Ja. Ernsthafter Hintergrund. Ja. Auch wenn ich mir immer vorkomme wie ein Clown. Ja. Clowns sind sehr Und ernsthaft. zwar mache ich das, ich nutze euch aus, um mich selber weiterzubilden, damit ich irgendwann sagen kann, ho, hier hör ich mal und guck mal, was ich alles weiß über Bier. Ja, Ach, und ich hab deswegen gedacht, werde du ich wolltest euch saufen. erzählen, wie das so ist, weil wir trinken jetzt gleich in Kürze, wenn ich fertig erzählt habe. Trinken wir ein Gutmann leichtes Weizen. Warum? Nee. Ja, stopp. Nein, 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 nein. Zurück, zurück, zurück. Ja, so. Danke. Gutmann Weizen, wie gesagt, wird gebraut in. Jetzt kommt's, pass auf. Ich glaube, das ist ein Witz nach Rudis Gusto, Geschmack. Weil das Bier, das wird tatsächlich gebraut in Titting. Genau, und zwar auf Schloss Tittingen sogar. Es ist also ein adeliges Bier sozusagen. Und zwar war geht lustig weiter, pass auf. Der Fürstbischof Johann Anton der Erste, Knebel von Katzenellenbogen, weil deswegen habe ich heute hier den Spickzettel wegen solcher komischen Namen. Der hat nämlich 1707 eine Brauerei in Schloss Tittingen einbauen lassen. Hat halt eine Brauerei rausgemacht. Und seit 1855 dann wird das Ganze familiär geführt von der Familie Gutmann. Deswegen der Name. Ja, und das ist jetzt also die sechste Generation, die dieses Bier braut. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob die das gut machen, ne? Dann mache ich mal einen kurzen Cut und wir gucken mal, was ich euch noch so erzählen muss. Cut. Gut, und ich habe mich jetzt also schlau drüber gemacht, was jetzt tatsächlich eigentlich ein leichtes Weizenbier ausmacht. Und zwar, wie der Name schon vermuten lässt, geht es natürlich um den Alkoholgehalt. Der liegt nämlich normalerweise so ungefähr bei der Hälfte eines. Ja. Christopher! Herrgott, Zacka! Der liegt so ungefähr bei der Hälfte eines normalen Alkoholgehaltes, eines normalen durchschnittlichen Weizenbieres. Und zwar in diesem Fall hier 3,1 Volumenprozent Alkohol. Das ist fast nichts, liebe Leute. Das kann man schon fast. Hör auf jetzt! Das kann man schon fast gegen den Durst saufen. So. Aber Doro will es ja genau wissen, weil ich muss euch ja wieder Storys tellen und so, ne? Doro tells Stories. Und zwar habe ich nachgelesen, wie passiert das jetzt eigentlich, dass das Ding jetzt einfach so wenig Alkohol hat. Es gibt
eine, jetzt pass auf, jetzt wird es ganz technisch, es gibt eine Umkehrosmose. Das heißt, es, Alkohol und Wasser setzen sich zusammen, Wasser wird entzogen und ist nicht wahr, Alkohol wird entzogen und danach wieder nur teilweise zugesetzt. Okay, Blödsinn. Dann gibt es die Vakuumrektifikation. Und wenn wir jetzt 15 von denen getrunken haben und das Ganze nochmal versuchen auszusprechen, ist ja Vakuumrektifikation. Ui, das ist, habe ich vergessen, weil das war es sowieso auch nicht. Wir nehmen also aus, mir läuft die Nase. Cut! So, und also muss es notgedrungen Teil 3 der ganzen Entalkoholisierung sein, nämlich, oh Gott, was war das? Das war das Einfachste. Ah ja, natürlich, die Gärung wird gestoppt, liebe Leute. So einfach kann es manchmal sein. Und also haben wir ein leichtes Weizen. So, und viel Gelaber ist jetzt zu Ende, weil wir haben Durst, haben wir gesagt. Durst, Durst, Durst. Ich muss euch jetzt noch erzählen. Was macht denn der Mann? Okay, ich muss euch noch erzählen. Nichts, wir trinken jetzt. Nicht aus der Flasche. Also, ja, Doro ist ja ein Flaschenkind, ne? Aber ich muss schon sagen, also jetzt gerade ein Weizenbier aus der Flasche, hell, tat die nicht empfehlen. Wäre früher ja technisch gar nicht mal möglich gewesen. Siehst du, der Kerl kann nämlich nicht einschenken. Ich? Hast du gesehen? Ich habe das richtig gemacht. Und hab's gefilmt. Ich hab's falsch gemacht, ich hab's nicht gefilmt. Also, wo ist denn das Problem? Ja. Du musst es richtig machen. Juhu! Schaut, wie schön mit sahnigem Schaum, genauso wie sich das gehört. Und zwar ist Gutmann Weizen, also die machen nur Weizen übrigens in dieser Kellerei, Brauerei. Ach nee, so rum, richtig. Machen die nur Weizenbiere, verschiedener Art natürlich. Da seht ihr nur Hefe unten drin. Aber das ist eine der Brauereien, die schönes und gutes und braves Weizenbier machen. Die machen nämlich, also wie die Südtiroler eigentlich, ne? Nicht filtriert, nicht pasteurisiert, nicht keine Farbstoffe und kein Geschlunz rein, sondern schönes Dillinger bayerisches Reinheitsgebot und ordentliche Herkunfts. Ja. Ja, genau. Also die wissen und achten drauf, wo ihr Zeug herkommt. Und passt schon. Klassischer sahniger Schaum. Trübe Farbe zum Glück, ist ja ein Hefeweizen. Ah, jetzt hat mir übrigens jemand erzählt, das ist gar nicht die Hefe, die da reingehört. Weil ich habe mich schon immer gewundert, warum ist das ein obergäriges Bier, wenn doch da unten drin die Hefe liegt. Und zwar ist das folgendermaßen, das Bier wird nach der Gärung geklärt, also die Hefe kommt raus. Und wenn man ein naturtrübes Hefeweizen hat, dann kommt zur Flaschengärung wieder neue, lebendige Hefe hinzu. Weil die andere Hefe ist logisch etwas leicht ausgepowert. So. Nach der ganzen vielen Arbeit, die es im guten Bier vollbracht hat. Das Hefe, genau. Gut, hätten wir das aufgeklärt. Ja, na dann Prost. Ich bin mal gespannt. Weniger Alkohol dürfte ja auch weniger intensive Aromen bedeuten. Schauen wir mal, ne? Also riechen tut sehr schaumig. Der Schaum ist genial, schau dir das an. Sowas kriege ich auf Arbeit kaum hin. Eiweiß. Selten. Eiweiß? Eischnee. Dann muss ich mal abtrinken, weil sonst geht da nichts mit riechen. Dann habe ich die Nase voll. Gut, okay. Das ist ein Weizen, ganz nach Doros Geschmack. Also nochmal ein Dankeschön an den Rudi und an die Heidi, dass ihr sogar meinen persönlichen Geschmack getroffen habt. Das nebenbei. Wie ist jetzt aber Doros Weizengeschmack? Ja, wer weiß das denn? Der Christopher weiß das. Keine Banane. Richtig. Ich mag Weizenbiere sehr gerne, die kohlensäurebetont sind und nebenbei so diese, wie heißt das denn? So, Zitrone, Orange, so frische. Exotische Früchte. Ja, auch, aber mehr eben so säurebetont ist. Also sehr erfrischend und sehr frisch mag ich. Deswegen habe ich mir gedacht, mag ich sowieso auch das leichte Weizen, weil das ja noch mehr erfrischend ist. Ah. Also zitronenbetont,
Mir fällt der Name nicht ein. Wie heißen denn diese Früchte da? Welche? Litschi. Nein, die mit der Schale, so wie Zitrone. Limone. Nee, der Überbegriff von Zitrone und Orange und Limette und was da alles drin ist. Zitrusfrüchte. Ja, genau. Sag das doch gleich, dass du das wissen willst. Zitrusfrüchte habe ich gesucht. Leicht, ganz leicht sahnig beim Antrunk. Ja, und wirklich sehr, aber es fehlt nichts. Ich hätte jetzt erwartet, dass das viel wässriger ist, aber... Ah nee, es ist ja nur der Alkohol weg. Ja eben, es ist ja der volle Geschmack da. Ha! Eben. Mann, das kann man echt gut machen, ich sag's euch. Der Geschmack ist super, oder Christopher? Fehlt da was? Ja, na, der ist, es ist ein bisschen, also mir ist es ein bisschen zu Lavalat. Schon? Schmeckt schon gut, aber es ist sehr leicht. Auch im Geschmack kommt mir vor. Also du meinst schon eher auch Richtung wässrig. Außerdem hat es dieses, weißt du das, an den deutschen deutschen Weizenbieren, da gefällt mir immer nicht, dass es so eine eingeschlafene Füße schmeckt. Ich weiß schon, dass du das magst, aber das war der Grund, weshalb ich früher in Deutschland nie Weizenbier getrunken habe, weil das immer so ein bisschen schmeckt wie eingeschlafene Füße. Genau. Und das ist gut, dass du es erzählt hast, weil sonst hätte ich es vergessen. Oh. Wer schmeckt denn da schon eingeschlafene Füße raus? Das ist doch mal ganz was Persönliches. Das finde ich wunderbar. Vielen Dank für diese Geschichte. Okay, ich mag eingeschlafene Füße. Ich mag auch Zitronenfüße. Wir haben heute an so vielen Kräutern gerochen, die nach Gemüse und nach Obst gerochen haben, stimmt, statt nach Kraut. Deswegen schreckt mich jetzt eigentlich wenig in der Hinsicht. Und ich würde einfach sagen, wir machen das jetzt mit Cut und Ende. Und Ende. Oder? Fällt dir noch was ein? Erzählt habe ich alles. Feuerchen machen. Also Cut.